Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Nino und hier schaut euch Ninos Product Reviews an. Heute schauen wir uns beide Tablets von Simbuns, das Funlet in Pink und das Funlet in Blau. Das sind Kindertablets, aber sie können einiges mehr als die meisten Kindertablets in diesem Preisbereich. Ich erzähle euch zuerst über die Hardware, die da drin steckt. Einmal haben wir einen Quad-Core Prozessor MTK8163, 1,3 GHz pro Kern. Dann haben wir 1 GB Speicher da drin. 1 GB RAM und 8 GB Speicher, bis zu 32 GB erweiterbar per MicroSD-Karte. Es handelt sich hierbei um ein 7 Zoll Tablet, das erkennt man wahrscheinlich auch darin, dass es nicht sehr groß ist. Die Auflösung ist 1024x600 Pixel, es ist ein IPS-Bildschirm. Wir haben hier auch Google Android 5.1, 2 Megapixel Kamera vorne und 2 Megapixel Kamera hinten. Ansonsten haben wir hier in der Packung noch eine Anleitung, eine Garantiekarte und eine Tragetasche, die sehr schön ist, jeweils in die spezifische Farbe, die man sich aussucht. Das Gerät selbst mit einem Cover, das Gerät selbst ist eigentlich weiß, egal ob man das rosane oder das blaue nimmt, das Gerät darunter ist immer weiß. Und natürlich ein Ladeadapter von Simbuns und dieser Ladeadapter, ihr seht jetzt, ich habe hier Probleme, das Teil so aufzuklappen. Das ist ein US-Adapter und ein Kabel natürlich auch. Und der US-Adapter, das Gute daran ist, wir kriegen noch zusätzliche Teile, mit denen man den Adapter umwandeln kann in einen EU-Adapter oder einen UK-Adapter. Das bedeutet, wenn wir irgendwo auf einen Urlaub sind und zum Beispiel in England oder in den Staaten, was weiß ich, dann können wir diese Adapter nutzen und dadurch können wir unsere Tablets auch da aufladen, ohne dass wir zusätzliche Sachen kaufen müssen. Und diese Adapter haben ja, wir haben ja gesehen, das Kabel, das mitkommt, ist ja ein standardmäßiges USB-Kabel. Damit könnte man auch andere Handys und so weiter aufladen. Sehr, sehr bequem, tolle Extras. Jetzt schauen wir uns mal das blaue Tablet. Wie gesagt, eigentlich sollten beide identisch sein, aber man wird fast sofort bemerken beim Auspacken, die sind es eigentlich nicht. Einerseits wurde das rosane Tablet direkt in das Cover verpackt, also in dieses rosane Cover. Das blaue kommt aber separat und man sieht, die Kameras sind anders positioniert. Beim blauen ist die Kamera in der Mitte, beim rosanen ist die Kamera links positioniert, wenn man das Ding hochkant hält. Auch das ganze Gerät, also die ganzen Ports und so sind ein bisschen anders. Die Knöpfe sind anders positioniert. Und okay, an dieser Stelle sage ich mir, wieso nicht? Von mir aus macht ja keinen großen Unterschied soweit. Aber es werden noch ein paar andere Sachen kommen, die eigentlich einen Unterschied darstellen. Ich frage mich, ob das überhaupt mit Absicht war oder eben nicht. Ich keine Ahnung, es muss ja Absicht gewesen sein, was sonst. Aber im Sinne hat man sich gedacht, wir machen die Tablets für die Jungs ein bisschen anders, einfach damit die sich davon unterscheiden. Keine Ahnung. Das Cover, dieses blaue silikonmäßige Cover ist auch ein bisschen anders. Hier haben wir auch, wie man sieht, Kopfhörer. Beim rosanen hatten wir keinen. Und jetzt würden sich einige denken, okay, wir haben somit etwas mehr hier drin. Also ist der blaue Tablet eigentlich besser. Aber ich habe ein paar Beschwerden über dieses Cover, das blaue. Einerseits sitzt es nicht ganz so fest wie das rosane. Es fühlt sich ein bisschen wackeliger. Und andererseits ist es auch so, dass das Knopf zum Ein- und Ausschalten irgendwie reagiert, wenn man seinen Finger eigentlich daneben auch legt. Das heißt, ich muss nicht genau auf das Knopf drücken. Ich kann daneben drücken und trotzdem schalte ich den Bildschirm aus oder ein. Das ist natürlich nervig. Deswegen nutze ich es hier, wie man sieht, ohne Cover. Nur das rosane ist mit Cover. Jetzt zeige ich euch natürlich auch, dass es sich bei beiden Geräten um Android 5.1 handelt. Der Grund, aus dem das rosane Display hier ein bisschen dunkler aussieht, ist, da ich vergessen hatte, die Helligkeitsstufe anzupassen. Das blaue Tablet ist auf maximale Helligkeitsstufe und das hier eben nicht. Aber beide sehen absolut identisch aus, hardwaremäßig und alles, die Bildschirme sind gleich. Und wir sehen, es ist definitiv Android 5.1 hier installiert. Das ist schon mal sehr gut, aber wie gesagt, wir werden aber sehr schnell merken, es sind einige Unterschiede bei beiden Tablets schon da. Obwohl beide gleich kosten, habe ich persönlich schon mal einen Favorit, aber dazu kommen wir gleich. Also jetzt zeige ich euch mal, wie ich beide Geräte gebenchmarkt habe. Früher habe ich Kindertablets nie gebenchmarkt, einfach weil die zu schwach waren. Aber diese zwei Tablets sind grundsätzlich schneller als deren Vorgänger und zwar erheblich schneller. Aber man wird hier sofort wieder merken, ich zeige es euch gleich, dass diese Geschwindigkeit auch nicht identisch ist.
Und der Unterschied ist wieder zugunsten des rosanen Tablets. Der Grund dafür ist, glaube ich, die Bauweise. Also hier haben wir vorher fast 33.000 gehabt und bei denen fast 37.000. Also es ist schon eine ziemlich große Diskrepanz zwischen beiden Resultaten. Ich teste es erneut und was ich festgestellt habe, ist, dass das blaue Tablet sich etwas mehr erhitzt während der Arbeit und beim Aufladen. Das ist jetzt kein Problem grundsätzlich im Sinne, dass es jetzt ein kürzeres Leben haben wird oder so weiter. Und man sieht hier fast 36.000. Das Problem damit ist eben nur, dass durch das Erhöhen der Hitze wir letztendlich einen Underclock-Effekt haben. Das Gerät clockt sich nach unten mit der Absicht, sich auf einer sicheren Clock-Geschwindigkeit zu halten, damit es nicht noch heißer wird. Und deswegen haben wir diese Diskrepanz in der Zahl, die da rauskommt beim AmTuTu-Test. Ansonsten zeige ich euch hier zum Beispiel mit Videos und gleich auch mit Spielen. Ihr werdet das grundsätzlich nicht erkennen können, diesen Unterschied. Aber dieser Unterschied ist dennoch da, also er ist messbar, wie man sieht. Alle Videos und alle Spiele funktionieren wunderbar. Ihr werdet bei keines der zwei Geräte irgendwie Verlangsamung spüren oder sowas ähnliches. Nur, wie gesagt, es ist eine kleine Diskrepanz da. Was ich noch sagen muss beim blauen Tablet, was mich genervt hat. Und das sind wirklich Kleinigkeiten, die ich hier anspreche, aber die nerven mich ein bisschen. Beim blauen Tablet, weil beide mit so einer Schutzfolie drauf kommen, beim blauen Tablet war ein kleines Haar unter der Schutzfolie an einer Stelle. Das ist offensichtlich etwas, das mal vorkommen kann, aber es hat mich auch zusätzlich geärgert. Also das rosa Tablet ist grundsätzlich mein Favorit. Ich sag nochmal, wie man hier sehen kann, zum Beispiel auch fürs Browsen und so weiter, absolut problemlose Operationen für beide Geräte. Nochmal, die sind deutlich schneller als deren Vorgänger. Hier haben wir auch die Kameras und bei den Kameras sieht man erneut, das ist etwas, was sich nicht wirklich sehr, sehr ändert. Beide Kameras sind recht schlecht. Das ist keine Überraschung, aber diese Tablets sind für Kinder konzipiert und Kinder werden jetzt nicht sagen, oh, schau dir mal die Qualität oder der Shutter löst nicht so schnell aus und so weiter. Also da hat man gespart und ich finde es absolut akzeptabel. Mir sind Kameras bei Tablets absolut egal. Genauso wie zum Beispiel GPS mir auch egal ist. Das fehlt hier, aber dafür haben wir Bluetooth. Bluetooth ist wichtig und Bluetooth ist dabei. Also die wichtigen Sachen sind definitiv dabei. Und die Kameras reichen absolut aus für Skypen oder sowas ähnliches. Oder wenn man irgendwie ein Foto jetzt damit wirklich machen will. Das wissen ja Kinder. Damit spielen Kinder gerne, besonders die Mädchen. Aber wie gesagt, unwichtig, wir fahren jetzt fort zu dem wichtigsten Teil, die Spiele. Denn wenn man ein kleines Kind ein Tablet als Geschenk gibt, denkt das Kind nicht daran, was es für Arbeiten damit erledigen kann, sondern was es für Spiele spielen kann. Und da sind diese Tablets wirklich, da glänzen diese Tablets wirklich. Also die funktionieren wunderbar, die Spiele laufen alle super, keine Verlangsamung. Egal, ob das blaue Tablet oder das rote Tablet ist. Da, wo man das merkt erst, ist, wenn man zum Beispiel ganz, ganz grafisch intensive Spiele spielt, wie zum Beispiel jetzt Asphalt 8 und solche Spiele. Aber die meisten kleinen Kinder wollen genau sowas wie hier jetzt Tempo Runs, Fruit Ninjas und so weiter. Solche Minispiele, die man schnell immer, wenn man auf dem Sprung ist, spielen kann. Aber auch mit längerer Zeit. Plants vs. Zombies 2 hier zum Beispiel. Insgesamt machen beide Tablets einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich würde euch beide empfehlen, besonders wenn ihr sagt, okay, vielleicht habt ihr zwei Kinder oder ihr wollt einem Jungen kein rosanes Tablet geben. Dann ist das blaue Tablet genauso gut. Aber eben, es gehört zu meinen Aufgaben, euch objektiv zu sagen, was ich davon halte. Und ich finde das rosane Tablet besser, einfach weil es grundsätzlich besser performt, auch wenn der Unterschied kaum bemerkbar ist, ist das bessere Gerät in meinen Augen. Aber zu dem Preis braucht man sich keine Sorgen machen. Man kann auch locker das blaue kaufen und man wird da nicht falsch liegen. Die Kinder werden diesen Unterschied, den ich sehe, bestimmt nicht erkennen können. Und ansonsten, wie gesagt, sind diese Unterschiede, ich hatte etwas vergessen anzusprechen, das ich jetzt machen werde. Dieser letzte negative Punkt, wieder zugunsten des rosanen Tablets. Wenn man die Dinger hat, dann hat das rosane Tablet 5 GB freien Speicher am Anfang, wobei das
das blaue nur 4 hat. Ich habe keine Ahnung, wo dieses 1 GB ist. Vielleicht, es gibt kleine Unterschiede, kleine kosmetische Unterschiede wie die Menüs und so. Ich habe keine Ahnung, was da so viel Platz aufnimmt. Ich glaube, die kommen auch am Anfang mit ein paar Apps unterschiedlich und vielleicht sind da ein paar Sachen, die da mehr Platz aufnehmen beim blauen. Aber am Anfang hat dieses Teil, also das blaue Teil, eben auch weniger Speicher, was natürlich noch einen Negativpunkt im Vergleich zum rosanen Tablet ist. Macht keinen großen Unterschied, da man bis zu 32 GB Speicher erweitern kann. Aber ich spreche es trotzdem an. Ich finde, beide sind toll. Und egal welches man nimmt, wird man jetzt nicht falsch liegen. Aber wenn es nicht wichtig ist, welche Farbe, greift zum rosanen. Der ist einfach in meinen Augen besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und freue mich natürlich immer wieder auf Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Und falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das über Patreon tun, indem ihr einfach das Patreon-Zeichen oben klickt oder aber auch unten in der Beschreibung meinen Amazon-Link benutzt, um irgendetwas innerhalb von 5 Minuten nach dem Klick zu kaufen. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle bedanken und hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video.